Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Schwammtastischen Abenteuer hier mit dem INB-Mod. Ja, was haben wir denn hier Schönes? Ein Stein, genau. Und hier haben wir irgendwie eine verwackelte Landschaft. Obwohl ich keine Ahnung habe, wieso, denn. So. Ich habe durchgehend 60 FPS. Wieso es wackelt, kann ich leider auch nicht sagen oder verraten. Und wieso meine Tastatur jetzt geht, kann ich auch nicht sagen. So. Naja, ist alles ein bisschen problematisch und was da immer und ihr kennt das ja mit Spielen und so. Obwohl die Texturen jetzt ziemlich geil aussehen. Oh. Wo haben wir denn hier die unsere Gegner? Ja, es sind kleine Kinder, die können wir sicher nicht morden. Aber was sind denn Gegner? Hallo? Wir gehen doch mal hier irgendwo hinein. Sind es die Mörder? Wer tötet wer an Ort und Stelle? Könnt ihr mir das verraten? Oh. Hey, dräng mich nicht weg, du alte Sau. Ja, dann. Oh. Ein kaiserliches Schwert. Muss ich nicht nehmen. Ich töte euch an Ort und Stelle. Wo ist denn hier die weibliche Stimme? Ach, hier unten. Hier werdet ihr bezahlen. Wer ist denn das? Hallo. Ihr habt schon verloren. Wirklich? Das werde ich genießen. Wieso stehen die einfach nur rum? Ja, aber die Bruderschaft hier, die wollte ich nicht als Mord anklagen, aber die anderen, ja. Wo bist denn du? Was ist denn da dabei? Schlüssel, Gold. Im Namen des Jarl, keine Bewegung. Kluger Mann. Jetzt muss ich wieder irgendwo bei einem Gefängnis rauskommen. Jetzt geht's weiter. Oh. Warte nix. Sorry, Leute. Ja. Was für eine Robert hier, ne? Bei den Göttern. Der Kaiser wurde ermordet. Auf seinem eigenen Schiff, während es in der Meeresbucht vor Anker lag. Das war die dunkle Bruderschaft. Wir konnten nichts dagegen tun. Ja. Und der Mörder steht vor dir, du alte Potte. Und du merkst es nicht einmal. Das ist das Coole daran. Jetzt müssen wir doch einfach mal ein bisschen Quests lösen. Höre Kaliazub. Bevor wir uns auf die Jagd nach Mercer Frey machen, möchten sich Kalia mit Björnjolf und mir unterhalten. Nein! Liebes Gilde, hallo, komm vor. Ja, so, nein. So, Markierung setzen und wo. Oh, wir sind jetzt. Oh nein, wir müssen über die ganze Karte hier kommen. Wir sind hier oben und müssen dann nach unten und. Ja, irgendwie müssen wir da rauskommen.
Zum blauen Palast möchte ich jetzt auch nicht, obwohl sich der gerade aufbaut. Nee. Danke, aber ist schön und gut. Ich gehe lieber da lang. Mann, meine Nase ist irgendwie verdammt scheiße. So. Also gut, wir müssen da... Autsch. Nee, ja gar nicht. Wehgetan, cool. Hier ist Symbol mal wieder, ganz gut. Und hier die alte schrolle Dame. Ihr wart bei Rockwiers Hinrichtung. Wirklich eine unschöne Angelegenheit. Rockwiers Hinrichtung. Mag sein, aber notwendig. Oh, Wie ihr wisst, ist meine Cousine Fura im Kampf für uns gestorben. Wäre Rockwier nicht gewesen, hätte das nicht sein müssen. Die meisten gehen hinüber in den zwinkernden Skewa. Wenn ihr keine Musik hören und nichts trinken wollt, könnt ihr wenigstens mit Corpulus sprechen. Er weiß immer den neuesten Klatsch. Corpulus? Dann rede doch mal mit ihm. Dann können wir irgendwie zwicken ins Geber. Ist es das genau? Können wir vielleicht mit dem ein Quest machen oder ein... Oh, wie heißt denn der schon wieder? Ach, guck mal. Hier meine alten Platten hier. Legen immer noch rum. Huch, hier ist ein cooler Ort. Hey! Ach, du bist alte Schrullepotte-Kacke hier. Ihr könnt euch gerne etwas wünschen. Dies. Was kann ich für euch tun? Nö, 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 nicht singen, sorry. Hier übernachten. Es scheint immer mehr zu tun zu geben. Ja, hallo. Ich freue mich, dass ihr euch entschlossen habt, bei uns vorbeizuschauen. Ja. Ja, das wollte ich mir ansehen. Ich weiß nicht, ob sie das Recht hatten, ihn für das hinzurichten, was er getan hat. Aber eines sage ich euch. Es hätte keinen netteren Menschen treffen können. Das hört sich aber sehr hartherzig an. Hört zu, Rockwee und ich sind miteinander aufgewachsen. Wir beide, noch ein paar andere und Vivien. Vivien Ohnes. Ich weiß nicht wieso, aber eines Tages erzählte ich Rockwee, dass ich sie mochte. Das war wirklich dumm von mir. Denn von da an hat er sich andauernd über mich lustig gemacht. Von diesem Moment an hat er mich jedes Mal, wenn Vivien und ich uns irgendwie nahe kamen, unbarmherzig gedemütigt. Er schlug mich zusammen, schüttete mir Met über den Kopf, alles womit er davonkommen konnte. Einmal schmuggelte er sogar einen Bienenkorb in mein Bett. Sicher, wir waren Kinder, aber seine Unreife oder Grausamkeit hat Rockwier niemals abgelegt. Wenn also die Leute sagen, er sei ein ehrenhafter Nord gewesen. Dummes Zeug. Okay. Ich hatte sowieso nichts mehr zu sagen. Befolgt einen gut gemeinten Rat. Lasst die Finger vom Glücksspiel. Ich bin über beide Ohren verschuldet. Irnskar soll verdammt sein. Habt ihr Schulden denn bei dem? Zu viele Trinkspiele, zu viele Wetten. Und ich bin zu alt, um das Geld selbst aufzutreiben. Ja, was wäre, wenn ich mit dem Kerl reden würde und dann überreden würde, dass du das Geld ihm zahlen sollst und nicht ich? Er ist ein sturer Ochse. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Ihr solltet mit meiner Tochter Yvette reden. Sie ist der hellste Kopf der Familie. Der hellste Kopf, glaubst du nur? Oh, dann gehen wir nochmal zum hellen Kopf. Einsamkeit. Muss ich schauen, ob ich den Quest den anderen noch immer aktiv habe. Wo ist denn die Dame? Was? In diesem Haus? Nö. Ist denn da oben? Cool, okay. Oder schauen wir mal hier. Ne, die ist schon in Einsamkeit, genau. Sieht mir ein bisschen, naja, in der oberen Etage der Macht aus. Ich glaube, der ist wirklich ein bisschen höher als wir. Obwohl wir natürlich auch mit denen zu tun hatten. Die ist da unten. Was will denn die? Oh. Ah, ist näher. Sofern wir keine spezifischen Geschäfte zu besprechen haben, habe ich kein Interesse. Ach, wir müssen gerade mit dem Schuldner reden, nicht mit der Tochter. Ach so. Ich möchte, dass sie
Ogdivs-Schulden erlassen. Ansonsten musste ich sie leider töten und dann sind sie gestorben. Schulden sind Schulden. Entweder er bezahlt oder seine Sippe tut's. Gut. Ihr hört euch wie ein Priester der Mara an, aber ich verstehe schon. Richtet ihm aus, er soll die Sache mit dem Gold einfach vergessen. Sorgt dafür, dass euer Schwertarm stark bleibt. Als ich noch jung und ungestüm war, habe ich einen Mann mit einem einzigen Hieb den Arm gebrochen. Natürlich hatte ich auch ein Hufeisen in meinem Handschuh versteckt. Na und, ich kann mit einem ganzen Hieb den Herrn töten. Wieso musst du immer in der Nähe sein? Mann, du bist doch ein Vieh. So, jetzt geh mal. Wow, die Banner hier, die sind echt gut gelungen. Naja, kann jedem mal passieren, oder? Nee, kann nicht jedem passieren, aber... Musik! Tringa, trilla, trillala, trulli, trulli, schalala. Oder so ähnlich mal wieder irgendwas getrellert. Oh, ein bisschen viel Rauch kommt hier hoch. Ach, da ist da hinten am Kämpfen, guck mal an. Ja, die sind ziemlich gut dran. Das kann man nichts dagegen. Was? Ach, wir müssen da noch hin, genau. So ein Mini-Quest, ist auch mal wieder cool. Ja, wieder in den zwinkenden Skever. Und da oben gibt es ganz viel neues Ding. Sorry. Gies. Was? Giesli? Giesli? Okay, die Giesli. Ja, schönen guten Tag, Giesli. Ja, die heißt Giesli. Oh Mann, das ist ein scheiß Name. Alt zu sein ist gar nicht so übel. Meine Tochter gibt mir zu essen und arbeiten muss ich auch nicht mehr. Oh, das müsste ich auch mal. Und, Jenska ist bereit, euch eure Schulden zu erlassen. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Als ich noch jünger war, war ich ein ziemlich guter Krieger, wisst ihr? Ich könnte euch das ein oder andere zeigen. Ihr solltet mit meiner Tochter Yvette reden. Sie ist der hellste Kopf der Familie. Ja, und wo ist denn die Yvette? Hallo, Yvette. Ist das Dini? Das ist Gisi. Hallo, ich bin Gisli. Aber ihr könnt mich einfach Erikos Schwester nennen. Alle machen das. Iriko ist also euer Bruder? Ja, mein älterer Bruder. Und die Person, mit der ihr jetzt wahrscheinlich reden wollt. Aber seit Torek tot ist, liegt die wahre Macht am Hof des Jarls in den Händen von Falk Feuerbart. Mein Bruder ist nichts weiter als ein aufgeblasener kleiner Gag. Jo, das scheint mir nicht gerade die beste Einstellung zu sein. Wenn ihr nach einer guten Einstellung sucht, geht zu den Barden. Sie spielen sie euch vor. Wenn ihr stattdessen nach Wahrheit sucht, sprecht mit Noster. Er ist ein gutes Beispiel dafür, was das Leben zu bieten hat. Und wenn ihr einfach nur Spaß haben wollt, probiert Yvettes Würzwein. Aber was ihr auch macht, lasst mich in Ruhe. Wo ist denn der Herr? Wir reden später weiter, wenn es denn sein muss. Heyo! Willkommen im zwinkernden Skever, mein Freund. Habt ihr von letzten Gerüchten gehört? Die Leute sagen, dass in den Straßen beim Blauen Palast ein Mann umherstreift. Er wirkt verzweifelt, aber seine Worte ergeben nicht den geringsten Sinn. Denkt an den okay, jetzt haben wir hier irgendwie die Sachen bekommen. Das ist wirklich eine richtige Quest. Ja, stelle Nachforschungen an. Natürlich stellen wir Forschungen an. Aber zuerst... Ihr wart bei Rockwears Hinrichtung. Yvette, das ist Yvette. Nee. Danke, dass ihr meiner Tante geholfen habt. Yvienne oder so. Okay, Yvienne. Die Kälte muss draußen bleiben. Wirklich? Die Kälte fern mit unserem Würzwein. Wie freue ich mich, diesen Mann zu sehen. Wird euer Würzwein nach einem geheimen Rezept hergestellt? Ja, nach einem geheimen Familienrezept. Das einzig Gute, was mein Vater Octiev jemals getan hat. Er ist so gut, dass niemand in Himmelsrand auch nur versucht, ihn herzustellen. Okay. Viel Glück. Nicht gerade die perfekte Zeit, um in Himmelsrand unterwegs zu sein. Wieso nicht? Frischer Fisch! Wow, der hat aber Augen!
Hallo. Einen Apfel für die Gesundheit? Eine Tomate, damit ihr stark bleibt. Eines davon müsst ihr doch brauchen.